Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 Gold Edition auf der Sosnovka. So, wir steigen hier mal aus. Ich mache mal den Flugmodus wieder aus, dass wir hier am Boden hängen. Wir werden hier weiter säen. Und ja, der Cosplay-Fahrer kann weiter abfahren. Und dadurch, dass wir hier eben keinen Cosplay-Fahrer eingestellt haben, haben wir also hier ein wenig Geld gespart. Denn wir zahlen ja unseren Cosplay-Fahrern Löhne aus. Ja, in der letzten Folge habe ich gefragt, wie soll es weitergehen? Bleiben wir auf dieser Map, auch wenn für Cosplay hier nicht alles so hundertprozentig funktioniert? Falls ihr also da noch keinen Kommentar zu geschrieben habt, dann wird es langsam Zeit, denn ich muss ja dann auch ein bisschen reagieren, falls ihr eben sagt, nee, lieber Map wechseln, dass man auch wirklich alles zeigen kann. So. Mit Stroh an sich wäre eben natürlich auch kein Problem. Da hätte ich auch noch eine andere Alternative, zumindest hierfür am Anfang. Später, ja, ist die Frage, ob man dann sowieso Stroh verkauft oder ob man da nicht einfach den Häcksler einschaltet und sagt drauf, naja. Aber, ja, am Anfang ist natürlich jeder Euro wichtig. Denn am Anfang haben wir hier nicht viel und unsere Fahrzeuge kosten ja auch ein bisschen was. So, und warum fahre ich hier eigentlich in der Außenansicht? Hier gehen wir mal in die Innenperspektive, das macht doch viel mehr Spaß. Aber wir könnten hier so ein klein bisschen hoch, könnten wir sogar gehen. Habe ich hier alles aktiviert? Ach so, da muss ich aufs Fahrzeug wechseln, ja. Innen, Kamera, Unebenheiten und Roll Pitch. Das ist beides an. Wunderbar. Dann können wir hier wieder hinten zur Saatmaschine wechseln. So, müssen wir hier noch aus dem Feld rausfahren. Einmal wenden. Und bevor ich da so zum Wenden aushole, schaue ich immer kurz auf die Karte, dass eben nicht Cosplay sich in der Nähe befindet, dass ich den behindern könnte und ja, den mal gerade so vor den Kühlergrill fahre. Sollte man also immer mal so ein bisschen drauf achten. So, und dann müsste es ja bald schon wieder Geld geben. Wo ist denn unser Abfahrer? Ach so, es hat schon gegeben. Der ist schon wieder auf dem Rückweg. Hab ich das verpasst? Aber irgendwie kommt hier gar kein Geld aufs Konto. Warum kommt hier nichts aufs Konto? Bekomme ich das erst, wenn ich den Zug wegschicke? Oder ist es so wenig Geld, dass es hier irgendwie nicht registriere? Nett. Hier, das geht immerhin noch. Eigentlich gibt es ja dann auch noch so eine Finanzübersicht, die will aber gar nicht klappen. Einnahmen, Ernte, 30.000. Naja, also es müsste eigentlich schon Geld dafür geben. Seltsam nur wirklich, warum diese Finanztaste hier nicht funktioniert. Aber gut. Bleibst du in deiner Bahn? Soll mir jetzt auch egal sein, solange ich keinen Kredit erweitern muss, denn dann müsste ich ja schon da drauf oder müsste halt einen Bankautomaten aufsuchen. Da könnte man auch mal schauen. Wo gibt's denn da sowas? Ist hier was eingezeichnet? Ja, am Dorf, also oben links neben, ja, rechts neben dem Eierverkauf, da haben wir so einen Geldschein. Da ist also ein Bankautomat. Vielleicht ist auch beim Shop einer, aber eben kein Symbol auf der Karte. Wissen wir nicht genau. Aber da kann man dann zur Not sich ja auch einen Kredit aufnehmen. So,
Cosplay, ah, okay. Springen wir gerade dahin und ich springe jetzt mal hier schnell dahin. Fahren wir wieder ein Stück zurück und dann haben wir ja nur noch Weizen. So. Weizen einstellen und jetzt brauchen wir ja nicht drin sitzen bleiben, denn der erste und der zweite Anhänger, die werden komplett voll. Und dann bleiben eben nochmal so etwa 5000 Liter übrig. So, gehen wir wieder hier hin. Einmal wenden, bitte. Bitte wenden Sie. Bitte fahren Sie Ihr Arbeitsgerät runter. So, sehen Sie das Feld an. Alles klar, und jetzt ja, muss ich wirklich mal drauf achten, ob hier Geld dazukommt oder nicht. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier auf dem Betrag irgendwie sitzen bleibe. Schauen wir mal. 77.000, ja, sagen wir mal 77.300. Denn der Fahrer verbraucht ja natürlich auch ein bisschen was, weil er ja sein Gehalt bekommt. So, wieder ablassen und hier drüber fahren. Ja, und da dürften wir mit dem Saatgut hier sogar noch hinkommen. Und dann können wir, sobald der Abfahrer hier dann auch alles verkauft hat, vorspulen zum nächsten Tag. Ich weiß, ich habe erst noch überlegt, ob ich ein bisschen Gras mähe, aber nee, lasse ich jetzt sogar erstmal weg. Ich werde dann gleich vorspulen zur nächsten Ernte und ja, dann können wir da schon wieder große Ernte-Action einläuten, dass wir da auch natürlich dann wieder viele Fahrzeuge gleichzeitig im Betrieb haben. Und da können wir natürlich auf der einen Seite könnten wir überlegen, dass wir Stroh dann selber einsammeln und wegfahren. Aber ja, wenn wir schon Automatismus haben, können wir das Stroh natürlich auch automatisch sammeln lassen. Aber wir lassen es dann nur sammeln und nicht wegfahren. Wegfahren werden wir es dann selber. So funktioniert das dann also auf jeden Fall. Na, hebst du die Saatmaschine an. So, komm, ich fahre jetzt hier am Rand mal hin. Und dann arbeite ich mich jetzt hier von außen nach innen durch. Immer wieder mal was anderes. Einen Schluck Wasser genehmige ich mir auch mal noch kurz. So, nur einen kleinen Schluck. Normalerweise trinke ich immer Mediumwasser. Das war leider ausverkauft. Jetzt habe ich mal ein normales. Und ja, mit der mehr Kohlensäure muss man natürlich aufpassen, sonst kommt Luft, wo man keine haben möchte. Um das mal milde auszudrücken. Und das möchte ich nicht unbedingt in der Aufnahme haben, deswegen dann doch eher sehr kleine Schlücke, damit das hier nicht versehentlich passiert. Und oh, 84.300, also es gibt Geld. Okay, dann war mir das nur vorher nicht aufgefallen. Gut, wir hatten natürlich ja uns auch einen Kercher und das Bienenhäuschen gekauft. Dadurch ging ja auch einiges an Geld erstmal weg. Vielleicht war es mir deswegen nicht so aufgefallen. So. Und da kommt auch schon unser Abfahrer wieder in die Minikarte rein. Ist er also bald wieder am Hof. Und bei der letzten Tour werden wir dann eben mitfahren, derweil wir dann eben an der Mühle den Zug wegschicken müssen, dass wir da den Bonus noch bekommen. Und ja, das ist jetzt natürlich blöd, dass die Taste da eben nicht wollte. Ich muss da nochmal schauen, woran das hängt, ob ich es nicht doch wieder drücken kann. Denn wir könnten da natürlich dann unseren Kredit erstmal wieder schmälern, damit wir da weniger Zinsen zahlen müssen.
Denn alles, was wir an Zinsen zahlen, ist natürlich verschenktes Geld. Denn da haben wir ja nichts von. Deswegen lieber vor Mitternacht den Kredit so niedrig wie möglich, dass wir da also so viel wie geht abbezahlen. Und lieber dann im Zweifel nach Mitternacht wieder 5 oder 10.000 aufnehmen, damit man nicht ins Minus läuft aufgrund der laufenden Kosten. Also das ist so ein kleiner Tipp, den ich geben kann. Immer schauen, vor Mitternacht möglichst runter zu jagen. Denn um Mitternacht werden die Zinsen gerechnet und zwar nach der Kredithöhe, die ihr genau um Mitternacht habt. Andere Überlegung wäre natürlich gewesen, mal ein paar Kühe zu holen, aber ja, haben wir natürlich jetzt auch noch nicht so wirklich futtermäßig. Wir bräuchten dann noch ein Mähwerk, dass wir wenigstens Gras uns als Futter machen könnten. Ja, Stroh haben wir jetzt auch keins da, müssten wir also dann sowieso warten bis zur nächsten Ernte, dass wir dann auch mal Stroh haben zum Einstreuen. Und solange wir da auch noch keine Silage haben und erst recht kein Mischfutter, lohnt sich das noch nicht wirklich. Da springt dann einfach zu wenig raus und ja, mit unserem Kontostand können wir uns ja eh nicht so ewig viele Kühe leisten. Das heißt, das, was wir da an Milchverkauf einnehmen, ist eben auch noch nicht so wirklich doll viel, noch nicht so relevant. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Hühner könnten wir uns ein paar zulegen, denn die ja, haben ja nur die Anschaffungskosten, mehr haben wir hier gar nicht. Müssen wir nichts füttern, wir müssen kein Wasser geben, denn hier ist natürlich auch kein Watermod verbaut. Und ja, müssen wir also nur dann ab und zu mal vorbeischauen, ein paar Eier einsammeln, die wir dann verkaufen können, aber ja, für die Eier bekommen wir zwar ja um Klassen mehr, als wir im Real Life für einen Eierverkauf bekommen würden, aber reich werden kann man davon jetzt auch nicht unbedingt. Ich meine, gut, wenn man jetzt, keine Ahnung, 1000 Hühner hat, dann vielleicht schon, aber ist die Frage bei 1000 Hühner, wenn ich dann andauernd da rumrennen muss, Eier einsammeln, Eier verkaufen, und direkt wieder Eier einsammeln, weil in der Zwischenzeit schon wieder so viel Eier nachgelegt wurden und so weiter. Ja, ist dann glaube ich auch nicht unbedingt so der Spielspaß. So, letzte Bahn mit Marzipan. Und ja, Cosplay kippt gerade ab. Jetzt kriegen wir hier Geld aufs Konto. Können wir mal schauen, was so ein voller Hänger Weizen denn bringt. 7.007 Euro. Naja, ist doch in Ordnung. So, hier waren wir fertig. Wunderbar, dann fahren wir Richtung Kerscher. Lassen uns mal kerschern und ja, dann könnten wir eigentlich mal ein bisschen Ordnung am Hof machen, denn im Moment steht das ja doch etwas, ja, etwas lieblos alles da. Und warten dann eben dementsprechend, bis unser Abfahrer wieder hier am Hof ist. Hier kann ich auch mal die Kurse rauslöschen. So, stelle ich mich mal hier nebenhin, damit ich auf jeden Fall dem Cosplay-Fahrer nicht im Wege stehe. Und da haben wir den Kerscher. Oh, ich hätte auch mal die Saatmaschine zusammenklappen können, dass hier die Spurreißer nicht so seitlich rausschauen. Das ist ja lebensgefährlich. Aber gut, machen wir erstmal sauber und klappen dann zusammen. War ja das Glück, dass wir hier direkt neben dem Hof das Feld haben. Wenn wir jetzt hätten über die Straße fahren müssen, hätten wir uns wahrscheinlich gewundert, warum wir im Gegenverkehr hängen bleiben. So, und dann machen wir hier die Maschine mal wieder anschaulich. Hoffen, das geht gut. Bei so alten Maschinen hat man ja auch manchmal den Eindruck, dass nur der Dreck das noch alles zusammenhält. Aber ja, wenn wir hier nah rangehen, wir sehen, es ist kein Rost, nichts vorhanden. Also Top-Zustand noch. So, sauber ist es auch.
Also einmal einsteigen. Da haben wir es gesehen. Ist zusammengeklappt. Und unser Fahrer kommt an. Dann fahren wir hier noch nicht weg. Dann springen wir hier dann gleich ein. Komm her. Komm, komm, komm. Put, 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 put. Und ja, wie viel wir dann für das Wegschicken des Zuges bekommen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, alles Gute und ciao, ciao.